Hallo Leute und herzlich willkommen nun auch von meiner Seite zum ersten Part der wunderschönen Pokémon Ultra Gold Nuzlocke, beziehungsweise Taglock genau genommen. Ich sehe zum ersten Mal das Team und mir geht das Herz ein bisschen auf, denn ich sehe ein wunderschönes Totodile, ein wunderschönes Kanimani. Hat Torrent als Fähigkeit und hat ein hartes Wesen, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist knackig, das gibt hier den physischen und speziellen Split. Wir haben Hidden Power als Angriff. Okay, wäre knackig zu wissen, wenn das, was das für eine Hidden Power ist. Dann haben wir noch einen Zickzacks. Ich weiß, ihr kennt das Team wahrscheinlich schon, ich aber noch nicht. Dementsprechend werde ich es mir jetzt angucken. Wir haben nur Headbutt als Angriff, aber das reicht, denke ich, auch aus. Wir haben einen Huthut. Also Huthut inzwischen richtig großer Fan geworden. Weiß nicht warum, aber Noctu großer Fanboy. Zubat mit Leech Life, Astonish, okay. Moment, hat Leech Life... das ist knackig. Base 80... Nimmt man mit, sage ich. Nebulak hat nur Hidden Power als richtigen Angriff. Ja, Nebulak, ein bisschen schwierig mit dir, mein Freund. Und Jack Sparrow hat... Jack Sparrow, merke ich gerade, soll das heißen. Pack und Fury Attack. Das klingt wie so ein Maxi-Name. Bin ich ehrlich mit euch? Das klingt so ein bisschen nach einem Maxi-Namen. Moment. Ich weiß gar nicht, müssen wir in die Arena? Weil der hat mich hier so vorne positioniert. Nee, müssen wir nicht, okay. Ich wollte nämlich sagen, in drei Parts kann man potenziell durchaus den Orden holen. Deshalb hätte es mich ein bisschen verwundert, wenn wir den nicht hätten holen müssen. Ich denke mal, wir müssen uns das Ei gönnen. Ja, müssen wir auch. Aber wir haben keinen Platz mehr. Jetzt wäre meine Frage noch, müssen wir irgendwas kaufen? Das sieht mir nämlich so aus, als müssten wir was kaufen. Was ist der Poke-Beeper? Okay, damit kriegen wir irgendwie anscheinend Nachrichten. Ich weiß, ihr kennt das alles schon, ne? Es ist natürlich ein bisschen nervig und ihr denkt euch so, Downy Downster, bist du eigentlich blöd? Aber nein, ich habe gar keine Ahnung, was hier so auf mich zukommt. Ich nehme mal 8 Tränke lieber mit. Paraheiler hätte ich auch ganz gerne im Petto, noch 3 mit Antidote zusammen. Und dann sollte das alles hier soweit, Awakening vielleicht auch noch, dann sollte das hier so passen. Dann nehmen wir das sehr gerne mit. Ja, wir müssen jetzt ein Pokémon ablegen, Togepi-Ei ausschlüpfen lassen. Währenddessen, wahrscheinlich, ich glaube, ich werde cutten. Ich glaube, ich bin ehrlich mit euch, ich glaube, wir werden hier gleich einen Cut sehen. Sodass ich das Togepi-Ei, einfach ausbrüten kann. Das kann ich dann auf eine gewisse Art ein bisschen schneller machen. Und dann können wir quasi in ein Part richtig hineinstarten, weil bisher gibt es noch ein paar Tasks, die zu erledigen sind. Ich gehe einfach mal davon aus, dass meine Kollegen, wenn sie neu in die Stadt gehen, so ein bisschen die Stadt erkunden und auch so Items und so nachgucken, weil ansonsten wäre das ein bisschen lost und deshalb gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die so intelligent sind und das machen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Wenn nicht, dann könnt ihr mir jetzt in die Kommentare schreiben, deine Kollegen, die sind dumm und lost. So, das Togepi scheint zu schlüpfen. Dann gucken wir mal. Ich bin tatsächlich, also ich gehe mal davon aus, es ist Togepi. Ja, es ist auch Togepi. Weil ich dachte mir, vielleicht ist es doch irgendwas anderes. Aber die Wahrscheinlichkeit war dann doch sehr gering, dass es irgendwie was wäre, was in irgendeiner Form nicht Togepi ist. Also ich habe jetzt einfach mal damit gerechnet, dass dem so ist. So. Wir gucken uns mal kurz unser Togepi an, unseren Eggman. Das ist eine Fee. Oh, das ist natürlich geil. Wir haben Hustle als Fähigkeit. Das ist eher so... semi-geil. Ich weiß nicht, ob wir hätten was anderes kriegen können auf dem. Weil Serene Grace wäre ansonsten die andere Fähigkeit. Und das wäre natürlich eine wesentlich knackigere Fähigkeit, aber da kann ich jetzt nichts machen. Weil ich glaube, Hustle bleibt auf Togekiss. Dann ist der tatsächlich nicht so geil, weil ansonsten hätte ich gesagt, okay, wir nehmen Togepi mal mit ins Team. Weil so eine Fee wäre so ein bisschen nice to have. Und vor der nächsten Arena habe ich jetzt erstmal primär nicht so viel Angst, nachdem wir 3 Flug-Pokémon in unserem Team haben. Ja. Ich weiß nicht, wie es meine Kollegen machen. Ich werde aber nach Möglichkeit aufs Speeden verzichten, weil ich inzwischen... Früher war ich so ein Mensch, der super viel und super gerne gespeedet hat. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Jetzt speede ich wirklich nur noch, wenn es nervige Stellen sind oder ich vor irgendeinem wilden Pokémon oder so fliehen muss. Oder halt irgendwie einen Weg zurückgehen muss. Und ich glaube, dass... Warte mal kurz, lasst mich kurz nochmal die Town Map angucken. Nicht das TM Case, aber gut zu wissen, dass da Roost drin ist. Nein, ich wollte auch nicht. Wo ist die Town Map? Da. Ich glaube, das ist eine neue Route, kann das sein?
Und es steht nämlich auch nichts auf meinem Routenplaner von wegen, jo, auf Route 32 wurde was gefangen. Also von dem her gehe ich davon aus, dass ich hier ein Pokémon fangen darf. Ja, den nehme ich mit. Das ist ein tatsächlich sehr, sehr gutes Mon für unseren Kader, muss ich sagen. Hattest du nicht Hypnose drauf? Nee, hattest du nicht. Dann war es, glaube ich, unser Nebulak, welches Hypnose hatte. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass ich den jetzt einfach spontan umhaue. Deshalb, ich glaube, mit Lick kann ich den noch angreifen. Das sollte, denke ich mal, in Ordnung sein. Also ein Crit würde den schon rausnehmen, aber Knofans hätte ich ganz gerne im Team. Okay, Wachstum verstärkt in dem Spiel nur den Spezialangriff. Das ist eine Info, die ich mitnehme. Ich denke mal, der wird jetzt hier nicht so nervig sein und einfach nicht drin bleiben. Sehr schön. Das ist natürlich nice. Also Bellsprout, gutes. Ah, wir kriegen auch Erfahrungspunkte, wenn wir Pokémon fangen. Na, das ist doch auch eine Info, die ich gerne mitnehme. So, wie nennen wir jetzt Knuffen? Das ist Birnie, weil das ist eine Birne. Und ich kann euch sagen, von mir gibt es qualitativ hochüberlegte Spitznamen. Aber hochüberlegte. So, ich bin wieder an dem Punkt, wo wir gerade waren, habe Birnie reingenommen. Birnie trägt eben übrigens eine knackige Lumberry, die nehmen wir natürlich mit. Und Birnie können wir auch direkt das Wundersaat geben. Wo ist denn das? Da. Und dann schauen wir, dass wir den so nebenbei ein bisschen hochleveln können. Ich denke, die Trainer sollten jetzt nicht so das Problem erstmal werden. Ja, ich hoffe natürlich, euch geht's allen gut. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch bis zu diesem Punkt. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock. Wird natürlich immer sehr interessant, wie geduldig ich sein werde, weil ich ja immer potenziell auf Parts von den anderen warten muss und nicht jemand bin, der sich das eigentlich immer gerne selber einteilt, wann er das macht. Und gerade wenn ich wissen will, ob die anderen reingeschissen haben oder nicht, das wäre natürlich die wichtige Info. Und ich möchte ja natürlich auch nicht der Erste sein, der reinscheißt. Dementsprechend müssen wir da einfach mal ein bisschen gucken. Kann es sein, dass die Musik auch ein bisschen verändert wurde? Ich glaube schon. Ich habe halt keine Ahnung, was der so kann. Deshalb geben wir da mal kein Risiko ein. Auf jeden Fall, ich werde in meinen Parts. Aua! Das tut ein bisschen in den Ohren weh, wenn das so ein bisschen so ganz hoch auf einmal wird. Auf jeden Fall, ich bin jemand, der in seinen Parts gerne über so Themen redet. Ich weiß, Presence ist auch so jemand, der gerne so Themen-Talk betreibt und nicht so wirklich Gameplay-fokussiert ist. Ich glaube, Timo ist zum Beispiel da eher so jemand, der das Gameplay sehr gut rüberbringen kann, aber ja, da bin ich halt nicht der Typ für. Das heißt, ich werde wahrscheinlich in dem Part so ein bisschen auf das ein oder andere Thema aufgreifen. Was mir gerade so durch den Kopf schwirrt, das werde ich halt so ein bisschen erwähnen. Aus dem einfachen Grund, dass ich. Es geht halt nicht. Was heißt, es geht nicht anders? Es geht. Der ist Level 12 schon. Okay, das ist sportlich. Es geht natürlich schon anders. Aber ich finde es so für mich selber interessant. Und ich denke, für die meisten ist es auch so interessanter. In jedem Fall ist das zumindest. Natürlich kritisch du. Ist das so meine Art, das Spiel ranzugehen? Wenn ich irgendwie so ins Pokémon Center oder so renne, werde ich wahrscheinlich auch cutten. Vielleicht werde ich auch einfach mal drüber reden, das kann auch sein. Das weiß ich nicht. Das erfahrt ihr alles hier. Das erfahrt ihr alles hier, ne? Alles live. Und in Farbe kriegt ihr hier alles mit, ne? Alles kriegt ihr mit, Freunde. So, da bin ich einmal nochmal schnell ins Pokémon Center gehuscht, um Birnie wieder hochzuhalten, beziehungsweise unser Totodile hochzuhalten, weil nachdem da ein Zubat Level 12 war, hatte ich ein bisschen sehr viel. Respekt, bin ich ehrlich mit euch. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die anderen so ihre Parts machen. Ich denke, die machen sich immer selber so ein bisschen ein Ziel. Der ist Level 14. Dementsprechend werde ich das wahrscheinlich auch so ein bisschen handhaben, dass ich wahrscheinlich einfach bei meinen groben 25 Minuten bleibe. Das haben wir, glaube ich, gar nicht direkt so abgesprochen, wie lange wir machen. Aber naja. Ich muss ja auch in diesem Taglog-Projekt so ein bisschen echt, wenn ich auf Themen eingehe, auf so einzelne Themen eingehen, die nicht so wirklich chronologisch irgendwie abgehen können, beziehungsweise die nicht einen Zusammenhang mit irgendeinem vorherigen Part hatten, außer er hat Taglog-Bezug. Weil ich habe ja zum Beispiel auch momentan ein anderes Projekt am Laufen, wo ich auch sehr viel Off-Topic rede und da kann ich nicht wirklich Bezug nehmen. Weil, ne, ich weiß nicht, ob ihr auch solche Menschen seid, aber ich habe früher sehr, sehr oft alte Playlists mir einfach nochmal neu angeguckt, beziehungsweise neu angehört. Und das fand ich immer mega nice. Hat immer super, super viel Spaß gemacht. Und wenn das jemand auch mit dieser Taglog machen will, dann möchte ich ja nicht darüber reden, was so in Pokémon Y Part 62 passiert ist. Das ist ja nicht Sinn der Sache, ne? Es ist einfach nicht Sinn der Sache. Dementsprechend ist das, denke ich, eine ganz gute Sache, wenn wir das so handhaben. Aber apropos alte Sachen gucken. Ich habe ja gerade erwähnt, dass ich mir gerne alte Sachen angeguckt habe. Da ist Beispiele dafür, ne? Domtendo-Voluiu, wer die Pappenheimer kennt,
Das sind so zwei Personen, von denen ich früher sehr, sehr oft mir einfach so eine Playlist nochmal neu angeguckt habe. Ich erinnere mich noch an Domtendo bzw. Gaikinds altes Projekt von Donkey Kong Country Returns. Das habe ich mir mega oft reingezogen. Ich weiß auch noch, dass ich mir, glaube ich, von Wollo die Mario Kart Wii Videos immer richtig gut reinziehen konnte. Die Mario Kart Wii Zeit war sowieso. Ich sag, wie es ist. Die Mario Kart Wii Zeit war einfach eine bessere Zeit, was YouTube so ein bisschen angeht. Ich bin da ganz ehrlich mit euch, zumindest für mich persönlich, weil ich riesengroßer Fan von Mario Kart Wii war. Und es dann einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat, so gefühlt jeden Tag so ein Mario Kart Wii Video zu sehen. Das. Nein, fang mir doch jetzt nicht so an, Poliwag. Das muss doch jetzt echt nicht sein. Es war immer mega cool, da so richtig knackig, so um Sonntagmorgen aufstehen und um 10 Uhr war schon das erste Mario Kart Wii Video da. Also das war absolut legendär. Das war so nice früher. Holy shit, und das hast du heute gar nicht mehr. Und das war dann so Frühstücken mit so einem geilen Let's Play. Gut, das war bei mir nie so. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Durftet ihr so früher Frühstück einmal mit in euer Zimmer nehmen? Weil bei mir ist es momentan auch noch so, dass, ne, wenn es Essen gibt, dann sitzen wir alle da zusammen und fooden was Nices zusammen. Da wird nicht jeder einzeln gegessen. Ich würde es gerne machen oft. Ich sag euch, wie es ist. Würde ich sehr, sehr oft sehr gerne machen. Aber dem ist leider nicht so. Ein Quillfisch auch noch, okay. Ich glaube, wir können trotzdem erstmal drin bleiben. Ich möchte mal gucken, was der so macht. Auf jeden Fall ist das halt so. Alter, es macht gar nichts. Okay, wir müssen, glaube ich, raus. Ja, wobei ich weiß nicht mal, in wen ich gehen soll. Nein. Mach nicht diesen. Mach jetzt nicht diesen. Oh Gott, bitte Kritte. Bitte Kritte, Knuffenser. Haben wir einen Move, der immer trifft? Ich glaube nicht, ne? Ach du Schande. Ach du Schande. Ja, wir werden nie wieder treffen. Eventuell werde ich meine Regel direkt hier brechen und anfangen zu speeden. Weil das dauert sonst zu lang. Der hat so viele Minimize. Jetzt legt er auch noch Spikes raus. So viele Minimize getroffen. Ich weiß, es ist jetzt von der Mucke her nicht ganz so nice. Aber ich kann daran wenig in. Warte mal. Wenn der nur Spikes. Spikes und Giftstachel hat, könnte ich doch jetzt in den hier gehen, in unser Nebulak. So. Die Frage ist, traue ich mich jetzt zu cursen oder nicht? Habe ich noch irgendwie einen anderen Angriffsmove? Wir haben noch Hidden Power. Curse würde ihn halt immer treffen. Ich würde sagen, wir drücken mal Hidden Power. Okay, wir connecten sogar. Es resistiert. Aber es ist ein Crit, das nehmen wir mit. Mich würde nämlich interessieren. Der hat anscheinend nichts, um uns zu touchen, sonst hätte er das doch gedrückt, oder? Weil dann würde ich jetzt risky, schon fast ein bisschen risky, hier auf den Curse gehen. Weil dann ziehen wir uns natürlich die Hälfte der KP selber ab, aber er dürfte sich selber besiegen. War das gerade das Megazeichen? Das sah gerade wie das Megazeichen aus. Okay, er drückt nochmal Minimize, alles ist gut, oder? Es dürfte eigentlich alles gut sein. Der dürfte jetzt sterben. Fluch dürfte connecten. Oder? Bin ich jetzt blöd? Curse kommt. Das ist das Megazeichen, oder nicht? Aber den haben wir outplayed. Den haben wir wie ein junger Jesus outplayed. Der hatte gar keine Chance. Der wusste gar nicht, wie ihm passiert, möchte ich anmerken. Das sind die Plays, die man von einem zweiten Platz erwartet. Von der GPL. Das sind sie. So. Aber um kurz. Jetzt muss ich mich kurz ein bisschen konzentrieren, dass das so aufgeht, wie ich es mir vorstelle. Um nochmal ein bisschen darauf einzugehen, was ich mit den Playlists meine. Also, ich hatte wirklich dann. Ne, ich habe super viel YouTube geguckt. Also, ab irgendeinem Punkt, ne. Ich glaube, ich hab so gegeiert auf Videos. Das war der absolute Wahnsinn, wie ich auf Videos gegeiert habe früher. Vom Present LP hast du ja alles reingezogen. Wolloyu, Gaikind, was auch immer. Alles, was das Herz begehrt. Suishomaru. Alles Mögliche, was es gab, habe ich mir reingezogen. Und es war immer so mega nice. Und das gibt's halt heute gar nicht mehr so vom Gefühl her. Weil das Streamen vieles quasi übernommen hat, nenne ich es jetzt mal, was du davor in YouTube-Form so ein bisschen hattest. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich bin immer noch so ein YouTube-Mensch, glaube ich. Der lieber so, wann er will, seine YouTube-Videos einfach guckt. Das ist einfach etwas, was für mich angenehmer ist, was ich mehr mag. Und das merke ich halt auch einfach immer wieder, dass ich da mehr der Mensch für bin. Das macht auch immer super viel Spaß. Und früher war das halt echt so nice. Ich habe Playlists runtergerattert teilweise. Also, nach 3 Tagen konnte so eine 40-Folgen-Playlist einfach weg sein. Bumm, weg. Habe ich konsumiert wie noch was. Und alles waren 20-Minuten-Parts circa.
Also das habe ich wegkonsumiert. Es ist eigentlich nicht mal mehr gesund, glaube ich, gewesen. So habe ich das konsumiert. War vielleicht dann auch ein bisschen Leistungsabfall in der Schule, ne? Aber das juckt ja keine Sau, oder? Das juckt niemanden. Oder stört das irgendwen? Nein, stört keine Sau. Gut, wir lernen Wickel, das nehmen wir mit, bringt uns relativ wenig. Also ich glaube, Knofenser leveln wir hier richtig gut. Das ist mega nice. Aber es hat einfach super, super viel Spaß gemacht. Und gerade MKW war so eine Sache. Es wurde einfach nicht langweilig. Du hast 20 Milliarden Mal dasselbe, aber wirklich eins zu eins dieselben Strecken gesehen. Es wurde einfach nicht langweilig. Einfach weil viele sehr gut off-topic geredet haben und es einfach super viel Spaß gemacht hat, nebenbei noch MKW zu sehen. Oh, war das eine geile Zeit. Und für alle, die sich denken, was zum Teufel ist MKW? Ihr habt was verpasst. Ihr habt echt was verpasst. Also die Mario Kart Wii Zeit war mega nice. Und auch als der 3DS tatsächlich rauskam, war auch mega nice, muss ich sagen, weil ich keinen 3DS selber hatte. Dementsprechend habe ich halt super viel Zeug bei anderen geguckt. Und ich finde den Namen Hut tut gut echt gut. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der auch von Maxi kommt. Und Jack Sparrow, Spiro könnte vielleicht sogar vom Present sein, weiß ich gar nicht. Da ist mein Name mit Birni schon ein bisschen niveauloser, aber was soll's. Auf jeden Fall, als die 3DS-Spiele alle rauskamen, so von wegen New Super Mario Bros. 2, ich erinnere mich auch immer noch super gerne an Mario und Luigi Dream Team Bros. Ey, da haben Leute teilweise vier Parts an einem Tag rausgehauen und ich fand's so geil. Oh. Und es wurde nicht langweilig. So on-topic konnte ich mir früher so gut geben. Heutzutage, boah, heutzutage kann ich mir das gar nicht mehr geben. Also, das hat sich halt in eine Richtung entwickelt, wo ich mir denke, also alles, was on topic konstant gemacht wird, ist schlecht. Oh mein Gott, dieser Crit könnte jetzt könnte verdammt wichtig gewesen sein. Ich glaube, sonst hätten wir einen Mon verloren. Weil ich glaube, der Walzer hätte dann doppelt so viel Schaden gemacht und das wäre zu viel gewesen für Knofenser. Knofenser, den Crit hast du zu genau dem richtigen Zeitpunkt reingesammelt. Hast du gut gemacht, bin stolz auf dich. Was ist das eigentlich? Ah, das ist eine Telefonzelle oder Telefonbox oder wie auch immer ich das taufen soll, gut zu wissen. Ja. Auf jeden Fall, das vermisse ich einfach von früher. So Projekte, die ich durchwatchen kann. Ich muss sagen, heutzutage gibt es auch super gute, super nice Projekte. Also dagegen möchte ich gar nichts erst sagen. Ne? Also. Was off-topic Geiles kommt, also, na, da können wir Present auch immer gut als Beispiel nehmen, das ist ja auch so ein Pappenheimer, der in seinen Versus-Projekten, beziehungsweise in seinen, ja, Challenge-Projekten, nenne ich es jetzt mal im Pokémon, auch immer sehr viel, sehr gerne off-topic redet. Das ist ja auch ein sehr positives Beispiel dafür. Also, das sind so Beispiele, wo ich sage, yo, an denen orientiere ich mich, beziehungsweise orientiere ich mich jetzt nicht direkt, aber das ist so das, was ich damit meine. Auf jeden Fall. Weil ich finde das einfach mega nice und mega unterhalten, weil wenn du die ganze Zeit. Ich sag, wenn jemand on-topic richtig gut hinbekommt, wie Timo es teilweise im Pokémon hinbekommt, da kann ich nichts gegen sagen, aber das halt. Also das kriege ich halt nicht hin. Das kriege ich einfach nicht hin. Das geht für mich nicht. Und es ist auch nicht das, was ich unbedingt selber gucken will, weil so als YouTuber zumindest habe ich so den Anspruch, ich möchte ja Content produzieren, den ich auch selber gucken würde. Und. Oh, Moltilam hätte ich auch gern mitgenommen. Aber ich glaube, für Vati haben wir eh nochmal die Chance. Ich glaube, wir müssten noch die Chance für den Vati haben. Ja. Auf jeden Fall, das sind halt so die Dinge, die ich ein bisschen vermisse, aber die auch mega nice früher waren. Aber heutzutage, ne, wie gesagt, es gibt auch super viele, die das noch so ein bisschen übernehmen. Wie gesagt, Present, ne, was das Off-Topic-Zeug angeht. Es gibt auch viele gute On-Topic-Sachen, wie Timo. Ich nenne natürlich jetzt eher Fallbeispiele, natürlich triggert die Gifthorn direkt. Fallbeispiele, die ihr Leute jetzt kennt, ne? Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit irgendwelche Namen droppe, die ihr nicht kennt, dann wäre doof. Vor allem, weil ich jemand bin, ich weiß nicht, schaut ihr hauptsächlich Pokémon? Weil ich bin tatsächlich jemand, ich spiele Pokémon sehr gerne. Es gibt bestimmte Sachen im Pokémon, die ich mir gerne angucke. Draft League FFAs zum Beispiel. Aber zum Beispiel, wenn jetzt so ein Off-Topic, wenn ich jetzt dieses Projekt oder beziehungsweise mein Pokémon Y-Projekt mal jetzt, was? Als Beispiel nehmen würde, wo ich halt hauptsächlich off-topic rede. Das wäre etwas, was ich wirklich kontinuierlich einfach im Hintergrund laufen lassen würde, weil ich würde immer selber irgendwas machen. So nur schauen mache ich fast nur, wenn ich so im Bett flack.
kurz vorm Schlafen gehen bin, weil ich habe so ein Ritual, dass ich, oder ja, doch, man kann schon fast Ritual nennen, dass ich so, wenn ich mich ins Bett lege, bedeutet das, jetzt wird noch mal eine halbe Stunde YouTube geguckt. Da gibt es immer so bestimmte Projekte, die ich mir so aufhebe für den Abend, damit ich die schön chillig im Bett genießen kann. Und danach bin ich auch so in der Form müde, beziehungsweise so gechillt drauf, dass ich mir denke, jo, ja, doch, das war jetzt auf jeden Fall mega nice, habe ich gefühlt. Und dann kann ich auch in Ruhe einfach schlafen. Das ist halt so das Schöne. Einfach so in Ruhe schlafen können, was? Wer bist du? Wer ist das? Ist das die Rivalin? Oder wer genau war das? Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir machen auf jeden Fall jetzt noch den Encounter in Union Cave und das ist Sandan. Okay, ich wollte gerade Sandama sagen. Kleinstein hätte ich tatsächlich ein bisschen mehr gefühlt, bin ich ehrlich. Aus dem einfachen Grund, dass der Gestein wäre und das für die nächste Arena nice ist. Und Sandan bzw. Sandama von selber nicht so unfassbar viel lernt. Aber ich sag, den nehmen wir halt trotzdem gerne mit. Also Sandan auch ein cooler. Kann ich gar kein Auge auf den machen. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich überlege halt, wen wir dafür rauswerfen. Weil eigentlich wäre es nicht schlecht für die nächste Arena das ein oder andere Flug-Pokémon dabei zu haben. Andererseits für die Team-Synergie natürlich wäre es besser. Ja, wäre es eigentlich besser, Sandan noch nicht reinzuholen. Ansonsten würde ich nämlich momentan so ein bisschen sagen, wäre die Überlegung vielleicht Nebulak rauszutun, weil Nebulak nicht ganz so stark ist. Das ist halt so die schwierige Sache. Das ist so die schwierige Sache. Das sind so Momente, wo ich mir denke, ich würde mich am liebsten mit meinen Kollegen absprechen. Aber das kann ich ja schlecht machen. Also so eine Sache, die geht ein bisschen schwierig. Ist jemand heftig angeschlagen? Nee. Zickzacks ist halt noch da, den könnte man auf jeden Fall raustun. Ich würde einmal gerne kontrollieren, ob da oben noch ein Trainer ist. Ich glaube aber, da dürfte nichts mehr sein, weil dann haben wir diese obere Route da abgeschlossen. Gut, dass wir keinen Felino bekommen haben. Der wäre ein bisschen nervig gewesen. Wir können noch einen Angel-Encounter holen, prinzipiell. Aber ich glaube, den lassen wir tatsächlich mal übrig. Falls wir mal mit Fliegen irgendwie nochmal ein Wasser-Pokémon fangen müssen, wäre das vielleicht eine Überlegung, dass wir den nachholen dann irgendwann. Zumindest wenn wir dran denken. Das ist halt so die Sache. Vielleicht denken wir nicht dran, das wäre ein bisschen doof. Aber ich glaube schon, dass wir dran denken. So, wir gucken einmal kurz. Wo ist denn unser mächtiges Sandan? Dort drüben ist Amarillo. Ah, Zickzacks hat halt den Vorteil, dass er Pickup hat, aber ich sag dir, wie es ist. Es tut mir leid, Zickzacks, aber du kommst jetzt hier raus. Du bist leider nicht mächtig genug. Und Sandan finde ich cooler. Den werde ich halt dann offscreen ein bisschen leveln. Relax ist ein okayes Wesen. Kann halt momentan nur Scratch. Das ist jetzt nicht das vielseitigste Moveset, aber das ist okay. Naja. Wäre auf jeden Fall super cool zu wissen, wie ihr so zu der Thematik steht. Ob ihr auch so ein bisschen, gerade wenn ihr noch, wenn ihr ein bisschen älter seid, ob ihr das auch früher mehr gefühlt habt mit dem YouTube-Dings und ob ihr auch in diesem On-Off-Topic-Ding drin seid, ob ihr mir da recht gibt oder ob ihr so sagt, nee, heutzutage alles sehr viel besser. Aber ich sag, früher hatte einen guten Charme, muss ich sagen. Das hatte halt einfach einen Charme, der sehr nice ist. Und Mann, Hut, machst du wenig Schaden mit deinem Pack. Lernt er eigentlich von selber noch eine Flugattacke? Ich kann mir vorstellen, Windschnitt und Airslash, dass er den bekommt. Ich hoffe es zumindest. Weil seit ich den in der SML hatte, bin ich großer Huthut-Fan geworden. Er ist einfach ein sympathisches kleines Kerlchen, muss ich sagen. Den mag ich einfach. Ist einfach ein cooler Boy, ne? Und Hut tut gut, ist auch ein sehr guter Name. Also wer auch immer den gemacht hat, ich gehe wie gesagt von Maxi aus, guter Name. Warum zum Teufel hat jeder Trainer einen Trank? Also wirklich jeder, anscheinend. Das kann ja noch so ein random Fuzzi sein und jeder von denen hat einfach einen Trank. Aber ist okay. Akzeptiere ich einfach mal, dann hat jeder Trainer so die Chance, etwas Besonderes zu sein. Was ich gar nicht geguckt habe. Wie viel Damage machen Crits? Ist das doppelter oder 1,5-facher Schaden?
Da habe ich tatsächlich jetzt gar nicht drauf geguckt. Das ist ein bisschen doof gewesen. Huthut kommt selber. Ja gut, den können wir selber rausnehmen. Ich wundere, dass unser Huthut noch keine Hypnose gelernt hat. Wurde es ihm verlernt oder haben wir den einfach nur so spät erst bekommen? Das verwirrt mich ein bisschen. Ah ja, im Übrigen, ihr dürft natürlich sehr, sehr gerne Themen auch in die Kommentare schreiben. Gerade so Themen, die man nur für einen einzigen Part braucht, über die man nicht länger reden kann, über die man nicht irgendwie eine große Verbindung braucht. Könnt ihr mir gerne in die Kommis schreiben. Können wir immer sehr, sehr gerne drüber reden. Auch wenn ihr bei den anderen vielleicht was reinschreibt. Na, vielleicht wollt ihr ja auch die Meinung von dem werten Herr Dunster wissen. Die ich euch dann schön in die Fresse drücken kann, die Meinung. Denn meine Meinung ist sehr wichtig. Meine Meinung ist sehr, sehr wichtig, wie ihr wisst. Ja, so, was hast du nur noch so schönes? Bitte kein Taboga. Spiro, okay. Kann der Verfolgung... Moment, wir haben doch auch einen Spiro. Wir sind Level 13. Kannst du Verfolgung? Nee, kannst du nicht. Dann gehe ich jetzt einmal mal davon aus, dass du das nicht kannst. Und dann machen wir ein knackiges Spiro gegen Spiro-Battle. Wer ist der Bessere? Ja, okay, wir kriegen schon mal einen Silberblick reingedrückt. Finde ich nicht ganz so nice. Aber ich sag unser Spiro, das ist Jack Spiro. In weiblich. Wir connecten jetzt einfach 5-mal Fury Attack. Ah, ein Crit. Sehr schön. Ja, 3-mal mit Crit ist schon sehr nice. Also da kann ich nichts gegen sagen. Ah, ich würde sagen, wir... Das war schon sehr viel Damage. Uiuiui. Aber wir sollten das gewonnen haben. Sehr schön. Gut. Dann, meine werten Damen und Herren, würde ich fast schon sagen... Können wir an diesem Punkt den Part beenden? Ich werde den Flobert vor der Höhle hier absetzen, werde das Sand dann offscreen trainieren und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Schaut natürlich bei dem Flobert weiter, ne? Und bei den anderen auch. Bis dann und ciao.